Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz. Ich begrüße dich zu meinem PHP-5-Kurs für Einsteiger. Wir sind jetzt bei der 14. Lektion angelangt, bei der ich dir etwas Grundlegendes zu Variablen erzählen möchte. Variablen werden im PHP, wie man sie in diesem Listing ja schön sehen können, immer mit einem Dollarzeichen gekennzeichnet. Das heißt Variablennamen, die ja Inhalte aufnehmen können, wie du aus der Mathematik sicherlich schon weißt, werden im PHP immer mit einem Dollarzeichen gekennzeichnet. Das heißt, hier in dem Fall in der Zeile 2, bevor vielleicht noch der Verweis auf den PHP-Deck, der von Zeile 1 bis Zeile 11 hier reicht, hier wird in der Zeile 2 etwas zugewiesen. Der Variable mit dem Namen Dollar, gehört also jeder Variable dazu, V1, wird dann der Text, das String willkommen zugewiesen. Das geht dann so weiter, dass hier Texte zugewiesen werden, Strings zugewiesen werden. Dann in der Zeile 7 haben wir hier die Zuweisung einer Zahl, also keine Anführungszeichen mehr. Dadurch kann man erkennen, dass es sich um eine Zahl handelt. Und in der Zeile 8 sieht man schon, wie hier sogar gerechnet wird mit Variablen. Das wäre in dem Fall, dass man hier den Inhalt der Variable $V6, das wäre 2, und plus, also Addition ist hier gemeint, nochmal V6 zusammenzählt. Dann würde das natürlich dann in Summe dann 4 ergeben. Und hier sehen wir die Ausgabe von Variablen. Und Variablen, wie auch andere Dinge, Inhalte, werden auf den Webseiten in der Regel immer mit Echo oder mit Print, aber wir verwenden hier Echo, ausgegeben. Und hier wird Echo, Inhalt der ersten Variable, also V1. Dann kommt ein Punkt und dann kommen Anführungszeichen, Leerzeichen, Anführungszeichen. Das bedeutet in Folge immer, dass hier Variablen-Inhalte miteinander verkettet werden. Das heißt, hier wird einmal V1 ausgegeben, das wäre willkommen. Da sieht man gleich die Auswirkung, dann ein Leerzeichen, Punkt, Leerzeichen, Punkt. Dann der Inhalt auf, wird ausgegeben und so weiter, bis V5, das wäre Webseite. Und dann wird dann hier dieses Rufzeichen ausgegeben, dann geht hier im Zeilenumbruch 7, also hier wird die Zeile weitergeschrieben, wir sind immer noch in der Zeile 9, wird mit dem BR-Tag, der innerhalb der Echoanweisung ist, dann hier ein Zeilenumbruch erzeugt. Zeile 10 wird dann angefangen, die nächste Zeile zu erzeugen. Das wäre Echo $V6, Punkt und so weiter. Da wird eben zweimal dann dieser Zahlenwert ausgegeben. Ist gleich V7, das ist dann dieses Rechenergebnis, das Ergebnis dieser Berechnung in dieser achten Zeile. Und da siehst du schon, dass man Variablen eben mit Variablen rechnen kann, ihnen etwas zuweisen kann, sei es Text als auch Zahlen. Und man kann das mit Echo und mit diesem Punkt, kann man es dann verknüpfen, diese Variablen-Ausgaben, kann man auf der Webseite ausgeben. Ja, dann bleibt natürlich mein Hinweis, möglichst selber das Ganze auszuprobieren. Versuchen mal diese Aufgabenstellung hier unten zu lösen. Und dann bleibt mir eigentlich dir ein Dank zu sagen für das Zuhören und das Zuschauen.